Sie haben uns in den letzten 2 Wochen mit Ihren sportlichen Höchstleistungen und Emotionen wirklich unvergessliche Gänsehautmomente beschert. Und heute sind Sie bei uns im KRONE-TV-Studio zu einer Steilhang-Spezialsendung. Ich freue mich, Johannes Strolz und Katharina Liensberger. Schön, dass ihr Zeit hattet zum Dasein. Hallo, danke. Hi, danke. Fangen wir mit dir an, Katharina. Du hast einmal Gold geholt im Teambewerb, ihr beide, und die Silbermedaille im Slalom. Jetzt seid ihr wieder zurück in Österreich. Wie ist das Gefühl zurück in der Heimat mit so schwerem Gepäck? Ja, natürlich schön. Also wenn man so zurückkommen kann, nach so einer langen Zeit, dann freut man sich natürlich ganz besonders auf daheim wirklich die Familie, die Freunde und alle lieben wieder mal zum Sehen und einfach die Momente teilen zu können, die wir jetzt erlebt haben, das ist einfach sehr schön. Wie ist es bei dir, Johannes, zurück in der Heimat? Ja, wunderschön. Also gestern habe ich mir schon ein schönes Wiener Schnitzel gegönnt nach der langen Zeit in China. Und ich freue mich jetzt schon, wenn ich heim nach Wart kann und meine Familie wieder sehe. Rollen wir vielleicht das Ganze von hinten auf, also vielleicht mit der Abschlussfeier, wo ihr beide ja ins Stadion in Peking eingezogen seid, gemeinsam die rot-weiß-rote Fahne getragen habt. Das war, glaube ich, schon ein emotionaler Moment. Man hat irgendwie gesehen, bei der Eröffnungsfeier waren alle recht angespannt. Es ist auch sehr gesittet zugegangen. Bei der Abschlussfeier war dann eher schon die lockere Stimmung bei den Athleten, oder? Ja, es war natürlich auch eine besondere Ehre dort, die Fahne zusammen noch tragen zu dürfen. Und gerade die Stimmung, wo man da auch wirklich erleben kann, das sind Momente, die würden einem wirklich lang in Erinnerung bleiben. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und es war schön, dass es sich ausgegangen ist, dass wir das noch erleben haben können. Der Teambewerb, das war ja eine Zitterpartie, dass der eh noch stattfindet. Am Sonntag hat er dann tatsächlich stattgefunden. Starker Wind war und man kann sagen, auch bei dir, Johannes, mit dem Stock verloren gleich nach dem Start. Da hat man das Gefühl gehabt, ich kann überhaupt nichts mehr aufhalten, auch wenn du da nur mit einem Stock runterfährst. Wie ist das passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau, wie es passiert ist, aber ich habe ihn gleich nach dem Start verloren, habe dann eh versucht, noch das Beste daraus zu machen. Ich habe gewusst, dass der Alex Schmid, mein Gegner vom deutschen Team, unheimlich stark ist. Und habe dann versucht, ihn trotzdem irgendwie unter Druck zu setzen. Er ist mir dann aber recht schnell davor gezogen, weil ich natürlich am Start wenig Tempo machen konnte. Aber ich denke, dass sich das Kämpfen trotzdem immer lohnt. Und Gott sei Dank haben meine Teamkollegen das Ruder noch umgerissen. Ja, ich glaube, Hannes hat das so eingeschüchtert, dass wir wirklich zusammen da wirklich das gut gemacht haben und als Team da das sehr gut meistern haben können. Du hast alle deine Duelle gewonnen bei diesem Teambewerb. Wie wichtig ist das, als Team zusammenzuhalten, gerade bei Olympia? Extrem. Also ich finde der Bewerb deshalb so schön, weil gerade bei Olympia geht es darum, dass die Nation im Vordergrund steht und das Teamgefühl, das ist beim Teambewerb natürlich total vorhanden. Und da gemeinsam stark sein zu können. Also ich weiß noch, was dann um Silber oder Gold gegangen ist, da habe ich wirklich gemerkt, wie der Spirit vor allem da war, wo wir halt gewusst haben, hey, wir schaffen das gemeinsam und wir tun das für uns, aber auch für alle, die jetzt da am Start, im Ziel oder da haben die Fernseher drücken, vorm Fernseher oder die Daumen drücken. Und das ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man da am Start steht. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es haben alle Österreicher sich in den letzten 2 Wochen, auch am Wochenende, den Wecker sehr zeitig gestellt, um euch die Daumen zu drücken. Hat man das in Peking gespürt, dass man aus Österreich aus euch die Daumen drückt, vom Fernseher mitfiebert und wirklich eigentlich die ganzen 2 Wochen über voll bei euch ist? Also ich denke schon. Ich spüre es dann einfach, wenn ich viel von daheim merke, ich weiß es auch, tief in meinem Herzen einfach, dass viele da an mich denken und das ist mir persönlich extrem viel wert und ich will da auch wirklich allen herzlich danken, die Uhrzeiten waren ja schon sehr, sehr früh. Johannes, du hast ein Märchen geschrieben, du hast für wirklich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte gesorgt. Das hat alles begonnen eigentlich schon im Jänner mit deinem Sieg in Adelboden. Da sind wir alle aus allen Wolken gefallen. Du hast wirklich die Leute inspiriert mit deiner Geschichte und dann kam natürlich jetzt Olympia, Gold in der Kombination, dann Silber im Slalom und jetzt mit der Katharina unter anderem dieses Gold im Teambewerb. Wie gehst du selber mit dieser Geschichte um? Ja, das sind jetzt innerhalb von zwei
dreieinhalb Monaten ist da derart viel passiert in deinem Leben. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht ganz so leicht zu verdauen. Ja, richtig. Es ist wirklich viel passiert jetzt. Ich bin sehr dankbar und froh, dass ich für die ganze harte Arbeit über die letzten Jahre belohnt worden bin jetzt. Und es ist sehr viel zusammengekommen in mir. Man hat es dann, glaube ich, bei den Interviews oder auch direkt bei der Siegerehrung und so weiter mitgekriegt, dass mich das schon sehr bewegt hat. Und so richtig realisieren, was das alles bedeutet, werde ich dann wahrscheinlich erst nach der Saison, weil ich jetzt noch gar nicht so richtig Zeit habe, um mich da zu sammeln, weil es eh Schlag auf Schlag dahin geht mit den Wettkämpfen. Und ich denke, dass es einfach zeigt, dass wenn man das tut, was man von Herzen gern tut und wirklich kämpft und dass ich glaube, dann ist das immer das Richtige. 34 Jahre nach deinem Vater Hubert hast du Gold in der Kombi geholt. Dein Vater war sehr emotional, logischerweise in den Interviews. Und er hat ja auch gesagt, er hat dir mitgegeben, du sollst die Spiele von Anfang bis Ende mitnehmen, sollst sie genießen und sollst das wirklich erleben. Hat dir das auch geholfen, dich so irgendwie reinzufinden, gleich von Bewerb 1 weg? Ja, auf jeden Fall. Der Papa hat mir da richtig eine gute Erfahrung mitgegeben, indem er gesagt hat, nimm den Spirit auf, den man da bei Olympia einfach verspürt und nützt das einfach, dass die Energie dann im Wettkampf hast. Und das habe ich wirklich versucht. Die Eröffnungsfeier ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Mit dem Team da einmarschieren in das Riesenstadion zu der Olympischen Ring. Also das war wirklich etwas Besonderes. Und ja, haben dann wirklich das Gefühl gehabt, es ist jetzt einfach so eine wertvolle Zeit und ich möchte die Zeit jetzt auch nutzen, um bei den Wettkämpfen alles zu zeigen, was ich kann. Ich habe das auch so angenommen, wie es ist. Es sind einfach Olympische Spiele, es ist kein normales Weltcuprennen oder irgendein Trainingslauf. Ich glaube, das bringt auch nichts, wenn man das versucht, künstlich klein zu reden. Ich denke, das Beste ist einfach, wenn man da die Herausforderung annimmt und ja, das dann mit Herzblut angeht, das Ganze. Ist auf jeden Fall aufgegangen. Katharina, dein Silber im Slalom, kann man sagen, war richtig emotional. Also nach der letzten wirklich starken Saison mit Cortina, ganz stark im Weltcup mit der Slalomkugel, ist es dir am Anfang der Saison nicht so aufgegangen, auch weil du gesundheitlich leider mit Verkühlungen, mit dieser Corona-Infektion zu kämpfen hattest. Wie ist es dir dann gegangen, wirklich an diesem Punkt zu Olympia diese Leistung wieder aufzurufen? Du hast ja oft gesagt, du willst, aber es scheitert einfach an dieser Energie, die dir fehlt. Genau, und das waren echt Momente, wo ich dachte schon, ich will, aber es geht einfach nicht, weil der Körper das nicht zulässt. Und ja, es war dann echt unglaublich, wo ich da stehen haben können und mit dem Wissen mal, ich habe es schaffen können jetzt da an dem Tag, wo es einfach zählt, da wirklich das Energielevel zum haben und das so zustande bringen, wie ich mich natürlich auch darauf vorbereitet habe, aber ja, dass es dann wirklich so geht, das ist dann ja immer ungewiss und ja, von dem her habe ich mich natürlich riesig gefreut und es war auch erleichtert zum Sehen, dass gerade nach so einer erfolgreichen Saison vom letzten Jahr, dass ich da wieder auf dem Level fahren kann, weil es doch nicht so leicht ist, da sofort zum Anknüpfen. Ich habe mir das vielleicht jetzt leichter vorgestellt, aber ja, nichtsdestotrotz habe ich wieder gemerkt, mal wenn ich da voll in meiner Energie bin und wirklich ja, einfach mit ganzem Herzen Skifahren und mich da aufs Wesentliche konzentrieren, dann ist es möglich und es war einfach wunderschön. Das heißt, die mentale Stärke, die war eigentlich da. Es hat eigentlich körperlich, hast du gesagt, nur aufgrund dieser Corona vielleicht, Verkühlungen, dass du nicht auf dem Top-Level warst? Ja, es hat eigentlich schon ziemlich früh angefangen. Also es ist mal ja, vor Corona schon nicht gut gegangen. Ich habe dann wirklich ja, leicht zuerst bin ich gefahren, wo ich eigentlich gewusst habe, ja, es war schon sehr am Limit und dann hat sich das halt einfach gezogen in der Saison und dann mit Corona auch noch und dann habe ich auch gemerkt, ja, das Psychische spielt natürlich mit dem Körperlichen auch immer zusammen und es geht einfach nicht, wenn eine Komponente nicht vollstimmig ist und darum muss einfach für einen Erfolg alles zusammenstimmen und passen und ja, ich sage, man kann nur das Bestmögliche dafür tun und dann schauen, was dabei rauskommt. Und wenn es dann gut endet, freut man sich natürlich ganz besonders. Ganz toll, dass dir das gelungen ist. Johannes, du bist von den Farben jetzt olympiatechnisch einem so auf gleicher Stufe, nämlich Marcel Hirscher.
hat auch diese Farben bei Olympia sozusagen zu Hause, diese Medaillen. Was bedeutet dir das? Ich habe auch gesehen, nach der Kombi hat er von der Reiteralm ein Video auf Instagram aufgenommen, hat gesagt, unfassbar, was dir da gelungen ist in Peking. Ja, das ist natürlich eine Riesensache, dass ich da jetzt die gleiche Medaille daheim hat dafür der Marcel. Er ist für mich persönlich der größte Skirennläufer, den sie je gegeben hat. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut über seine Videobotschaft. Das hat mich wirklich riesig gefreut und auch stolz gemacht, dass er da mir die Anerkennung zeigt auch. Und man muss schon fairerweise dazu sagen, dass ich natürlich eine von den Goldmedaillen im Team gemacht habe, wo der Stefan und Kathi speziell wirklich extrem stark waren. Du hast schon dazu gehört. Nein, klar, Team ist Team, oder? Man gewinnt als Team, man verliert als Team, aber ja, es ist unglaublich. Also wenn ich das vor 2 Monaten von jemandem gehört hätte, hätte ich gesagt, ja, ganz ruhig. Wir leben immer noch auf dem Planeten Erde und sind nicht im Weltall unterwegs. Also ja, schöne Geschichte. Gibt es im Hause Strolz jetzt so ein Duell eigentlich? Weil du den Teambewerb ansprichst, hat ja dein Vater damals keinen Teambewerb, aber du hast dafür jetzt eine Medaille mehr. Wird darüber diskutiert? Gibt es da jetzt noch eine Nachbesprechung, wenn du nach Hause kommst? Glaube ich nicht. Also der Papa ist einfach froh und freut sich riesig für mich, dass ich das jetzt erleben darf und dass sich die ganze harte Arbeit und das ganze Training auszahlt hat über die letzten Jahre. Er hat natürlich auch hautnah miterlebt, was ich alles jetzt gemacht habe dafür und was ich auch alles an Rückschlägen einstecken haben müssen. Und er weiß selber, wie das ist als Rennfahrer, wenn man da Ergebnisse hinter nach hinkt. Und er weiß auch genau, was alles dazugehört, um solche Top-Leistungen zu bringen. Von dem her, ja, ist er einfach sehr, sehr dankbar, dass ich das jetzt schaffen haben können. Mich würde auch interessieren, wie es also euch persönlich so in Peking gegangen ist. Also man hat ja die wildesten Geschichten gehört, wenn man dann auch so vom Essen ein bisschen gesehen hat, mit den Plexiglasscheiben, alles ziemlich clean. Da ist man auf so einem Sport, Druck ist groß, sportlich, man muss performen und dann ist das vielleicht nicht so heimelig wie in Österreich oder wie man sonst aus dem Weltcup gewohnt ist. Katharina, wie ist es dir gegangen da? Ja, ich war schon sehr überrascht, also wo ich in den Speisesaal gekommen bin und dann ist wie in der Schulbank und man muss fast schummeln, dass man mit dem anderen reden kann. Also es war schon sehr ungewohnt. Ja, umso mehr habe ich gesagt, freue ich mich jetzt daheim, wenn man wieder mal gemütlich zusammensitzen kann und ja, miteinander reden kann beim Essen oder halt die soziale Komponente ist natürlich ganz anders. Und ja, früher ist man vielleicht auch ja, ein bisschen mehr mit anderen in Austausch kommen, gerade im Fitnessstudio oder so, so war jeder irgendwo für sich, weil einfach auch die Vorsichtsmaßnahmen ja, so strikt waren und was ja andererseits so wichtig war, aber natürlich ist wie für uns alle schon seit längerer Zeit einfach sehr ungewohnt. Es ist ja nicht ganz, sage ich jetzt einmal, ohne Kritik, diese Olympischen Spiele, auch mit Russland, China. Man hat auch die Kulisse oft so gesehen, auch bei den alpinen Rennen war halt so ein weißes Schneeband. Dann teilweise diese Atomkulisse, auch bei den Big Air-Bewerben. Wie habt ihr das aufgenommen? Ich meine, ihr seid gewohnt, wirklich in schönen Skigebieten da zu fahren. Und wie hat man das alles, so diese Atmosphäre wahrgenommen, Johannes? Also ich muss sagen, ich bin durchaus positiv überrascht gesehen von dem Ganzen. Die ganzen freiwilligen Helfer haben wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet in China und sind sehr zuvorkommend und freundlich gesehen. Und auch die ganze Organisation in unserem olympischen Dorf und auch im Skigebiet, es hat wirklich alles sehr gut gepasst. Die Wettkampfstätten sind, glaube ich, perfekt gesehen für uns Skifahrer. Man hat wirklich eine tolle Bühne geschaffen, dass wir da unsere Leistung zeigen können, aber ja, natürlich gibt es abseits von dem Ganzen viel, viel Diskurs über sehr viele Themen. Für uns Sportler ist es aber wichtig, dass wir dann einfach bei uns sind, bei unserer Sache und das ist einfach der Sport. Das andere, ja, kann man sicher darüber diskutieren, aber für uns ist einfach der Sport im Vordergrund. Wir bereiten uns eigentlich das Leben lang vor für so etwas, trainieren jahrelang. Und da kann man sich dann nicht aussuchen, ist jetzt das in China oder in Österreich oder wo auch immer. Wenn man es jetzt rein vom sportlichen Standpunkt betrachtet, ist es meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht worden.
Und ich denke, dass das dann auch im Endeffekt das Wichtigste ist, dass einfach die Wettkämpfe im Sinne von der Athleten sind und die Athleten einfach da ihren Traum verwirklichen können. Und das ist auf jeden Fall der Fall gewesen. Katharina, wenn du einen Moment herauspicken müsstest aus diesen 2 Wochen, der dir wirklich für immer jetzt vor Augen bleiben wird, was war das? Es sind so viele Momente, aber ganz speziell, wo ich unten im Ziel natürlich mit der Petra wird's zittert haben, wo ich nicht gewusst habe, wird es eine Medaille, wird es keine Medaille, wie gut war der Lauf tatsächlich? Also wo ich über die Ziellinie gefahren bin, habe ich schon gemerkt, es ist mal ein guter Lauf gelungen, aber es hängt natürlich auch immer davon ab, reicht es oder reicht es nicht. Und ja, das war dann schon sehr besonders, wo es festgestanden ist, dass ich die Silbermedaille gemacht habe im Slalom. Aber genauso, wie wir gemeinsam im Team-Event dann aufs Podium gestanden sind und uns alle gemeinsam miteinander freuen haben können, das war schon sehr speziell. Bei dir, Johannes, ist da jetzt irgendeins, ich meine, schwierig mit 3 Medaillen, dass man sich da was aussucht, oder? Aber wenn du sagst, das war echt der Moment, davon werde ich noch lange träumen. Ja, es sind natürlich alle 3 Medaillen sehr speziell und unvergesslich, aber die Kombination ist sicher das Eindrücklichste gesehen für mich, speziell mit der Vorgeschichte von Papa, weil er in dieser Disziplin auch Olympiasieger war, das ist vor 34 Jahren in Calgary. Und ich weiß noch gut, wo ich da am Leaderboard gestanden bin und dann eigentlich schon klar gesehen ist, okay, das wird Gold. Hat der Markus Eichner, unser Medienbetreuer, hat man gesehen, dass die ganzen Teamkollegen auch im Ziel sind und jetzt auch da dabei sind. Und das hat mich wirklich unheimlich gefreut, dass die extra ins Ziel gekommen sind und da dabei gewesen sind. Also das werde ich sicher das Leben lang nicht vergessen. Auf jeden Fall. Vor allem bei dir muss man ja sagen, war ja die Karriere im letzten Jahr schon sicher an einem Scheideweg, weil du hast immer trainiert, Vollgas gegeben, aber ich denke mir, dass man sich da irgendwie selber noch aufrafft, war sicher schwierig, oder? Ja, das ist nicht einfach gesehen. Ich habe ja eben bekannterweise keinen Kaderstatus mehr gehabt und bin dann schon an einem Punkt gesehen, wo ich entscheiden haben müssen, okay, was tue ich jetzt? Versuche ich es nochmal oder muss ich jetzt leider sagen, ich habe alles probiert und jetzt ist Schluss. Ich habe dann sehr viel Zuspruch von Freunden und speziell von der Familie gekriegt. Sie haben gesagt, sie unterstützen mich, egal welche Entscheidung ich triff und glauben, dass ich einfach das Nötige habe, um ganz vorne mitzufahren. Und auch einige Trainer und andere Betreuer haben wirklich zu mir gesagt, probier es nochmal, du hast alles, was nötig ist. Und ich habe für mich selber einfach das Gefühl gehabt, das ist eigentlich jetzt noch nicht alles gesehen. Das kann ich nicht sehen, dass das da jetzt fertig ist und ich möchte jetzt wirklich nochmal alles probieren. Und habe das Gott sei Dank gemacht, weil das Ergebnis ist jetzt natürlich unglaublich. Und das Ärgste wäre für mich gewesen, wenn ich irgendwann einmal gesagt hätte, ich hätte es doch nochmal probieren sollen. Und das habe ich auf keinen Fall wollen. Das Feuer für den Skisport hat immer brennt und ich kann mir nach wie vor nichts Schöneres vorstellen als Skirennläufer sehen und jetzt darf ich das auch noch hoffentlich ein paar Jahre machen. Sehr inspirierend auf jeden Fall. Katharina, zum Abschluss, wird es die große Party jetzt geben in Vorarlberg? Was passiert, wenn du zurückkommst? Ja, ich habe schon was gehört. Also es wird schon auf jeden Fall einen Empfang geben morgen. Also um 17 Uhr wird es sein. Was mich genau erwartet, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich freue mich aber vor allem jetzt einfach mal heimkommen zu meiner Familie, zu meinen Freunden und allen Lieben und ein bisschen Zeit da noch genießen zu können, bevor es wieder weitergeht und die nächsten Rennen vor der Tür stehen. Auf jeden Fall. Johannes, bei dir geht es Schlag auf Schlag mit Garmisch. Ist da Zeit zum Feiern überhaupt jetzt? Leider nicht. Also wir werden den Anfang April in meiner Heimatgemeinde in Wart eine große Feier machen. Und auf die freue ich mich schon riesig, dass ich da dann wirklich das gebührend dann feiern kann mit meinen Freunden und Wegbegleitern und natürlich allen, die gerne kommen. Denn. Aber jetzt ist schon mal der Fokus dann gleich mal auf Garmisch, auf den nächsten Weltcup-Slalom gerichtet. Ja, auf jeden Fall, da ist der Fokus. Was ist noch möglich im Weltcup? Ganz kurz zum Abschluss. Ja, ich denke, wenn ich meine Sache gut mache, dann ist sehr viel möglich. Ich habe jetzt, glaube ich, wiederholt gezeigt, dass ich einfach vorne mitfahren kann und wenn alles perfekt passt, auch gewinnen kann. Und das möchte ich natürlich jetzt bei den nächsten Weltcups auch wieder versuchen umzusetzen.
Ich denke, das Material sehr gut stimmt. Skifahrerisch ist alles auf einem guten Weg und mental kann ich jetzt natürlich locker drauf losfahren. Mit den Medaillen gibt es natürlich unheimlicher Auftrieb. Also bin gespannt, was jetzt noch kommt. Ja. Auch du hast deinen Auftrieb, Katharina, im Weltcup. Wahrscheinlich Motivation jetzt groß, noch einmal alles rauszuholen im letzten Monat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt wirklich die nächsten Rennen einfach nochmal gut nützen, um meine Leistung zeigen zu können und da einfach auch nochmal einen Schritt machen zu können, speziell Riesenslalom und auch noch die letzten Slalomrennen. Also es sind schon noch ein paar Rennen, die letzten 3 Wochen, kann man so sagen. Da hast du einfach nochmal alle Kraft und Energie hineinstecken. Und ich freue mich jetzt, dass es weitergeht. Wir wünschen euch auf jeden Fall toi, toi, toi für die letzten Aufgaben der Saison. Herzliche Gratulation noch einmal zu dieser tollen Leistung, zu diesen tollen Leistungen in Peking. Mit Steilhang werden wir das ganz genau verfolgen, was in dieser Saison noch möglich ist bei euch beiden. Vielen Dank, Johannes Strolz, Katharina Liensberger, für den Besuch im Studio. Dankeschön. Und danke Ihnen, vielmals. Liebe Zuschauer, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.